Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Gemeinsam werden wir Zaungäste einer ganz reizenden, entzückenden, hinreißenden Szene. Am Land, im bäuerlichen Ambiente, staffieren sich die Kinder für das große kirchliche Fest, den Fronleichnamsumzug aus. Die Mädchen in ihren weißen Baumwollkleidern, die Jungen in ihrer feschen Festtagskleidung mit festen Schuhen, Jackett und guter Hose. Allerdings nicht alle Kinder werden mitwandern dürfen und diesem theatralen Ereignis beiwohnen können. Es gibt zu wenig Schuhe und zu wenig Festtagskleidung. Und so erleben wir die Emotionen dieser Ausgeschlossenen, dieser Exkludierten zwischen Trauer, Tränen und Zorn, Wut und Frustration werden wir förmlich hineingezogen in die emotionale Qualität dieser kleinen Darsteller. Wie auf einer Bühne sind wir hier in einer sehr glaubwürdigen Atmosphärik verortet. Ferdinand Georg Waldmüller, der wie wenige vor ihm das Licht glaubhaft einsetzt, um Materialität, haptische Qualitäten, die Stoffe, der Sand des gestampften Bodens im Innenhof, dieses weiche, sanfte Licht auf dem Gemäuer bis hin zur Kühle des im Hintergrund liegenden Schattens, wo die Pflanzen mit dem Spiel von Licht und Schatten das ihrige dazu beitragen, dass der Präsezessionist Ferdinand Georg Waldmüller, wie dann später als Wiederentdeckter von den Avantgardisten Gustav Klimt und Konsorten genannt werden wird, einsetzt, um genau diese dichte Atmosphäre für uns erlebbar zu machen. Waldmüller, der wie in einem Werbespot mit der dramaturgischen Zuspitzung und der klug gebauten Geschichte, die er verhandelt, uns teilwerden lässt an einem Vorgang, gerade über das Darstellen der Materialien, so glaubwürdig gezeigt. Wenn wir aber ganz genau hinblicken und alle Details auf uns wirken lassen, dann werden wir gewahr, nicht alles ist glaubwürdig. Die Füße der Kinder sind von einer Akkuratesse, von einer Sauberkeit, von einer Reinheit, als wären es die Füßchen Neugeborener, die noch nie mit Staub und Schmutz in Berührung gekommen sind. Und das im Zusammenhang mit Kindern aus der ländlichen Bevölkerung, die zumindest das halbe Jahr hindurch ohne festes Schuhwerk unterwegs sein müssen, weil das Geld einfach nicht vorhanden ist und Schuhe rares Gut sind. So wird uns klar, Ferdinand Georg Waldmüller als einen Chronisten oder gar als einen sozialkritischen Künstler wahrzunehmen und zu betrachten, wäre etwas kurz gegriffen. Und das, obwohl dieser Waldmüller ein kritischer Geist ist, seine Zeit, die ihn umgebenden politischen und gesellschaftspolitischen Verhältnisse durchaus sehr, sehr scharf sieht. Was er mit dieser fantastischen Inszenierung und diesem Bild leistet und leisten will, er appelliert an unser Sentiment, an unsere Emotion, so wie es ein Werbespot unserer heutigen Tage auch tut. In der kleinen Form, in einem Format, das dazu angetan ist, den Spannungsbogen zu bauen und glaubwürdig zu einem Finale hinzuentwickeln. 1857 wird Ferdinand Georg Waldmüller von der Akademie der Bildenden Künste, wo er tätig war, suspendiert werden. Er hat gefordert, das System der Akademie vollkommen zu erneuern und zu verändern. Ein Meisterklassensystem fordert er ein. Das ist harter Tobak. Das wird dazu beitragen, dass der Künstler und Akademielehrende des Instituts verwiesen wird, ein Knick in seiner Karriere, außerhalb Wiens, in der Hinterbrühl, südlich der Residenzhauptstadt, wird er mit seiner zweiten Frau, mit der Modistin Anna Bayer, die ein kleines Modegeschäft betreibt, zurückgezogen, etwas verhärmt,
aber immer noch als ein Hochtalentierter, als einer, der Atmosphäre sticht, zu malen vermag, wirken. Der Blick lohnt immer wieder. Schauen Sie lustvoll und werden Sie Teil dieser kleinen Szenerien, die unsere Emotionen zu packen vermögen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der Österreichischen Galerie Belvedere.